Noch so ganz gut. Oder was meinst du? Ja. Ist halt, wenn man von der Seite guckt, ein bisschen komisch. Ja, das sieht, weil das so. Das ist schon schwierig, gell? Hm. Oder wir lassen die einfach weg. Ja. Huch. Hm, sieht auch komisch aus, oder? Hm. Gar nicht so einfach. Boah. Lassen wir es vielleicht so, ha? Aber wo sind denn das Gaspedal hin? Das ist, glaube ich, runtergefallen. Ich hab's wieder dran gebaut. Das hast du gut gemacht. So, wir haben einen Motor. Motorleistung. Ich weiß, was man ist da, ja. Ich weiß, was man vorne noch dran bauen kann. Warte. Ja. Ah, Nummernschild, ja, das ist eine gute Idee. Das macht das optisch ein bisschen besser, ja. Hui! Haha! Du fährt sich nicht mal so schlecht. Ja, der ist schön leicht. Das ist, glaube ich, ganz gut. Haben wir relativ schweres Heck. Das ist, glaube ich, schon geil. Ach du meine Güte. Willst du mal fahren? Ja, gleich. Es ist ganz praktisch, dass es auf dem Kopf liegt. Warte mal. Mal das reinpacken, damit das nicht so leer aussieht. Jo, jetzt habe ich auch noch das weg. Oh. Hm. Hm. Ah, warte, und dann machen? Einfach. So, so. Ja, das ist eine Idee. Können wir vielleicht den Superlantern noch so machen? Ja, das ist ganz cool. Ist das eine Glühbirne hier vorne? Ja, als Kühlerfigur. Oh. Oh. Warte mal, wir könnten unten vielleicht ein bisschen Gewicht reinmachen. Oh, ups, ich hab's schon aufgestellt. Warte, ich mach's einfach. Das macht nichts. Oh. Ja. Oder am einfachsten ist es wahrscheinlich. Fahren und wieder lenken. Jetzt kippt er bestimmt nicht um. Warte, ich hämmer mal dagegen. Das gibt's ja nicht. Jetzt kippt er nicht um.
Warte, ich weiß, wie er umkippt. Fahr mal auf mich zu. Auf dich zufahren? Okay. Ja. Ja, nice. Wie cool. Okay. Sind die Sitze jetzt rausgefallen? Nee, ne? Dürften nicht rausgefallen, ich meine. Oh, aber die Gaspedale. Ach, immer die Gaspedale. Diese Schweine. Ja, hier liegen sie. Baue sie wieder ein. Hilfe, bei mir habe ich gerade rumgebackt. So. Sind das Knöpfe oder Schalter? Das sehr gut. Ja, Schalter. Und komm dieser Startknopf ist auch... Er ist an der Glühbirne. Ja, geil. Wieso ja, nicht? Hast du den damit verbunden? Nee. Aber du, ich auch oder? Nicht. Ach so? Nein. Hm? Ja. Du willst mich veräppeln, oder? Nein. Okay, krass. Was ist denn das passiert? Ah, doch, das war ich. Stimmt. Ja, aber ich will dich veräppeln. Was ist das? Ein Blinker. Ja, super. Bauen wir Blinker ein? Ja, zumindest, dass man das Licht an- und ausmachen kann. Ich glaube, damals gab es noch keine Relais. Warte, ich will mitfahren. Aua. Brauchen wir kein Dach? Oder kommt das noch? Es kann sogar sein, dass sie. Ja, der auch, obwohl der hat da ja einen Blinker, ne? Aber ich weiß nicht, ob der dann geblinkt hat bei denen damals schon. Musste man einfach diesen Blinkerhebel die ganze Zeit hoch und runter machen. Genau. Ja, ganz früher musste man die Hand aus... Ja, toll, jetzt kippt er um. Früher musste man die Hand aus dem Auto halten und so winken. Ich will nach rechts fahren. Komfort stellen. Ja gut, dann fahren wir den ein, oder? Okay. In welcher Farbe? In... Probieren wir schwarz? Okay. Oder sollen wir was Blaues schwarz, oder schwarz. Rot oder so? Hm? Schwarz sieht gut aus, glaube ich. Glaube ich auch. Ich gehe mal nach hinten und mach hinten. So. Achso, das ist noch nicht eingefärbt. Ich dachte, das ist schon eingefärbt. Nein. So, und ich mache jetzt nochmal was für die, die nicht wissen, wo Gas und Bremse ist. Thank you.
Ja. Wäre ich ja ganz cool geworden hier, du. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Kurven so gut hinkriegen werden. Nein, nein. Ja, das Licht ist ja weiß. Warte mal. Vielleicht besser. So gelblich, oder? Ach so. Wir brauchen noch eine Hupe. Eine Hupe muss rein, ja. Such mal kurz. Hupe. Wo ist eine Hupe? Nee. Eine nervige Hupe muss sein. Spiegel sind vielleicht auch nicht schlecht. Aber die Spiegel, die... Oder warte mal, doch, da sind doch auch so kleine dabei. Hier, wieder. Hier, wir brauchen so eine fette Hupe. Aber wo kommt die hin? Hier. Passt sie noch vorne, unten irgendwo rein? Die Hupe? Ja, das kriegen wir bestimmt irgendwo hin. Da irgendwo anankern. Oder hinten. Verbinde ich eben mit dem Lenkrad. Das Lenkrad verbinde ich mit dem... Hilfe? Warte, wo ist der Fahrersitz? Ach so, okay. Du hast sie hinten hingebaut. Oh. Vorne ist, glaube ich... Kein Platz mehr. Nicht? Nee. Das ist ja eine Sauerei. Warte, wenn wir den hier wegmachen, passt er jetzt da irgendwo hin? Da? Vielleicht, wenn wir das noch wegmachen. Jetzt passt es dahin. Ah, super. Okay. Okay, warte. Wo ist das Lenkrad? Ah, die hier. Ich stell die Hupe ein. Hilfe! Du hast, glaube ich, auch einen Knopf bei deinem Sitz. Tatsache, ich kann den Stern zum Leuchten bringen. Aber der ist grau. Wieso ist die Lampe grau? Naja, weil der Stern auch grau ist. Eigentlich sollte der Stern ja nicht leuchten. Hey, der ist gut geworden, gell? Ja. Das ist ganz cool. Aber geh niemals in eine Perspektive. In die Innenperspektive? Ach, sinkt man zu weit runter, oder? Ja. Ja, das ist die Mord von den Sitzen, die ist irgendwie ein bisschen komisch. Der sitzt da ja auch nur so drin, ohne dass er die Hände am Lenkrad hat. Das ist irgendwie seltsam. Naja. Der Gelände. Fliegen kann er auch. No, der ist gut geworden. Doch, doch. Ja. Oh, ein schöner Mercedes-Benz S170 von 1950. Schön. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den so irgendwie so halbwegs hinkriegen. In den Kurven, das ist gar nicht so einfach. Die Glühbirne leuchtet aber komisch. Die hat plötzlich eine ganz andere Textur. Ja, stimmt ein bisschen, ja. Naja, mal. Nee. Schon ein schickes Fahrzeug, aber. Ich glaube, man erkennt es wieder. So ein bisschen. Gut, ein Dach fehlt, aber würden wir ein Dach hinmachen, dann glaube ich, das wird ein bisschen schwierig.
Oder soll man noch ein Dach hinmachen? Kann man nicht, wenn man mit den Polygonen irgendwie so. Ja, die sind halt so breit. Schau mal, wenn man sich hier hinsetzt, hat man die ganze Zeit so ein Dach in der Fresse. Ist halt voll breit. Deswegen habe ich dann gedacht, ja, dann vielleicht mit. Kann man nicht so und dann. Warte. Probier gerade was. Und dann. Also, dass man kein Dach macht, sondern dass man quasi nur jetzt, ich mach das mal mit dem so hier, macht. Ja, aber ich, schau mal, ich habe ja deine ganze Zeit so einen Block da vorm Gesicht. Was meine ich? Das sieht halt voll komisch aus. Huch. Ich hab dann aber überlegt, ob es vielleicht mit den Schmalen hier machen kann. Zumindest vorne. Und hinten mit denen? Ja, genau. Weil hinten ist nicht so schlimm, da muss man ja nicht perfekt durchschauen. Aber vorne ist halt ein bisschen blöd, wenn man da nichts sieht. Weil da so ein fetter Block ist. Das würde gehen. Und dann kann man doch mit diesen. Warte, haben wir nicht so Platten? Warte, Platten. Hier, viereckige Platte. Kann man nicht damit? Dann noch. Und wenn man. So kannst du es leichter setzen, danach können wir den Block wieder wegmachen. Oh, stimmt. Ist ein bisschen einfacher. Muss immer so schwer. Warte, ich mal hinten. Ja. Hilfe, wieso fährt der einfach? Drück einmal nach hinten. Jo, warum eigentlich super. Nicht, gell? Noch eben auskommen anmalen. Auch gut. Boah, darf ich was probieren? Das hier wegmachen? Ja. Was? Wo? Ich würde das gegen solche tauschen. Sonst sieht das Dach so komisch aus. Finde ich. Okay. Ich bin kein Dachspezialist. Ich auch nicht. Ich aber so ist es nicht schlecht, gell? Ich bin nur Heizungsspezialist. Oh, ein Heizungsspezialist. Warte mal. Na gut, meine Haare gucken halt oben raus. Ja, ist halt zu groß für dieses Fahrzeug. Kante da nicht so sieht. So? Genau. Das ist doch echt cool. Ja, nice! Jetzt sieht's auch nicht mehr so krass aus wie ein Spielzeugauto. Ja, genau. Das Dach hat irgendwie echt tatsächlich krass gefehlt, gell? Boah, jetzt sieht's aber echt cool aus. Das ist echt nice geworden. Hat so eine leichte, böse Hot-Rod-Optik. Sieht voll cool aus. Pff, Riesenmotor. Mehr Motor als Auto. Ja gut. Safen. Das ist echt geil geworden. Mercedes-Benz S170. Ne, 170S. Ich muss gleich, wenn ich ihn mehr abgespeichert habe, und du auch, muss ich kurz was ausprobieren. Oha. Jetzt bin ich gespannt.
Dafür brauche ich noch einen zweiten. Einen zweiten? Okay. Okay, Moment. ZMX Mercedes Oldie. Speichern. Ist der Motor schon auf höchste Stufe? Nee. Ist, glaube ich, auf zweiter Stufe oder so. Was? Okay, warte. Dann muss ich was machen. Ey! Hey, vielleicht kannst du auf meinem Dach parken. Auf deinem Dach parken? Ja. Okay, warte. Nett. Mist. Oh. Warte. Dafür bräuchten wir so eine Hebebühne oder sowas. Ja, das wäre auch, ja. Oder wir schweißen ihn unten an. Warte, pass auf. Und dann lösen wir ihn. So. Wenn ich sage, jetzt mach mal den Lift weg. 1, 2, 3, jetzt. Habe ich ihn erwischt? Ich weiß es nicht. Jetzt liege ich nur unterm Auto. Warte, ich versuche ihn wegzuschubsen. Okay. Das geht nicht. Warte mal. Aber so würde es gehen. So. Schnell. So. Zack. Mist. Ich komme nicht. Ran. Verdammt. Kannst du deinen Lift hier hinstellen? Ja, wirf das Schweißgerät ansonsten rüber. Ja, das wäre geil. Jetzt wollte ich den Lift hochfahren. Kannst du den Lift hochfahren? Danke. Okay. So, jawohl. Pass auf. Jetzt machen wir den Block da weg, diese Blockreihe. Ah, scheiße! Ja. Was ist passiert? Oh, wegen dem Dach, ne? Ja, er klebt am Dach. Warte, wenn wir das hier jetzt wegmacht, dann geht's schon. Warte, ich muss kurz einen Screenshot machen. Auto auf Auto. Warte, und ich kann doch jetzt rein theoretisch, wenn du oben drin sitzt. Warte. Kannst du fahren? Ich komme aber nicht mehr rein. Oh. Ich bin zu dick. Zu dick sind unsere Zwerge. Ah, du sitzt, oder? Nein, ich war im falschen Sitz. Jetzt sitze ich. Oh, warte. Hüpfe! Oh, gar nicht so einfach. So, jetzt da. Gib Gas, Schubi! Oh, ich fall runter. Ah! Boah, aber wie gut die aneinander kleben. Voll krass. Das war lustig. Und die Gaspedale wieder. Die Gaspedale. Jetzt weiß ich nicht mal, wo Gas und Bremse ist. Ja, schaut's aus. Ich hab ein Loch im Boden. Egal, geht trotzdem noch. Warte, ich schubse dich wieder gerade. Achso, okay, warte. Ich hab einen Mercedes, da geht das schon. Oh, ja, okay, geht schon. Oh mein Gott, du hast ihn aufgestellt, auf magische Weise. Wahnsinn! Sag doch, es ist ein Mercedes, der kann das. Es kommt mir so vor, als wäre deiner ein bisschen dunkler als meiner, oder? Echt? Ja, auf meinem Bildschirm schon. Sieht so aus, als wäre deiner dunkler. Ich komme mal zu dir zurück. Das ist geil, der fährt rückwärts genauso schnell wie vorwärts. Er fährt sich gut rückwärts. Oh, dreifacher Überschlag. Keine Toten.
Ja, mein Freund, das hat Spaß gemacht. Schön, dass wir das gebaut haben. Was machst du denn? Ach, den schon wieder. Nein! Was hast du getan? Ich wollte dich anschwitzen. Krieg dich. Tot. Warte, weißt du was? Kann den ziehen, oder? Drück mal W. Oh! Das habe ich und ein Kumpel letztens gemacht und wir haben den Roboter an alles dran geschweißt. An ein Kino, was ich gebaut habe, haben wir den dran geschweißt. Krass. Und dann ist es durch die Map geflogen und später ist mein Spiel abgestürzt. Der hat echt Kraft, das Ding. Ich will dich einfangen. Okay, ich versuche zurückzurollen. Ja, so könnte es gehen. Und. Oh nee, doch. Och nee. Vor allem wie die Reifen und so rumbacken. Ja. Ich hatte letztens einen Autoscooter, der genauso rumgespinnt hat. Das war lustig. Nein. Ich bin doch schon fast hier. Hier, dann nehmen wir den. Hallo? Hi. Was denn? Och nee, wo bist du jetzt schon wieder? Hier, fang mich doch. Was? Von mir bist du komplett weg. Echt? Echt? Seltsam. Ah, jetzt. So, na gut. Ja, danke für die Idee, den zu bauen. Ja, das ist ja keine Schwierigkeits... Wow, aber mal Backflip. Oh, krass. Aber der würde ja ziehen, oder? Wenn man den wieder langsamer stellen würde, gell? Ja, warte. So. Jetzt wollte ich mich auf den Fahrersitz vom Pickup setzen. Vielleicht, wenn man die Reifen vom Pickup entverbindet. Ja, stimmt, Hilfe. Die blockieren. Hat der einen Elektromotor oder was? Nein. Warte, wer? Der Kleine oder der? Der Pickup. Nee, der hat einen Gasmotor. Jetzt geht gar nichts mehr. Ach so, weil ich fliege. Ja, warte. So. So, jetzt geht's. Ich mach den Lüft schnell weg. So. Das ist eine Idee. Ich bin wieder da. Ich bin einmal um die Erde gefahren. Ah, cool. Ich war so schnell, dass du es gar nicht gesehen hast, dass ich weg war. Wow! Wo bin ich? Wo bist du denn jetzt ich hin? Säbel. Ich mach mal schnell Screenshots. Was dafür? Ich bin an der Map-Grenze gewesen. Besser als jede Rakete, du. Ich bin am anderen Ende deiner Map. Ach du Scheiße. Oh, der landet. Nee. Boom. Ich hab den Aufschlag gesehen. Hätte man locker überleben können in Real Life. Ja, kein Problem. Na gut. So, der nächste wartet leider. Ja. Hat Spaß gemacht, coole Kiste geworden. Ja. Gerne bald wieder. Boah. Genau. Dann tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Ciao, ciao.